Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und hier sind wir endlich in Liga 1. In der letzten Folge aufgestiegen sogar mit dem Titel und das ziemlich unverhofft, weil es irgendwie einen Anzeigefehler gab. Ich habe aufgrund des Wechsels von PS3 auf PS4 die Saison neu starten müssen, aber anscheinend lief sie im Hintergrund noch normal weiter. Und dadurch habe ich es jetzt irgendwie geschafft, dann auch den Titel in Liga 2 zu gewinnen und das bedeutet, wir sind in Liga 1. Und in der letzten Folge gab es dann auch noch ein Teambuilding. Das Team seht ihr nochmal hier und ich muss sagen, mir hat es Spaß gemacht irgendwie. Also es war zwar nur ein Unentschieden, was ich geholt habe, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, mit dem Team zu spielen. Und ich habe das Gefühl, das könnte auch jetzt in dieser Folge recht spaßig werden und ist natürlich jetzt auch der Saisonauftakt in Liga 1. Höher oder besser geht es nicht und da bin ich natürlich gespannt, was mich jetzt hier für Gegner erwarten. Die Rocket Launchers treten jetzt erstmal gegen West Ham an. Wir bleiben mal hier bei dem Trikot von FC Liverpool und wir spielen im Santiago Bernabeu gegen ein 4-1-2-1-2. Oh, das Team ist gut, das ist schlagkräftig, das ist stark, weil er hat vorne mit Balotelli in Form und Gomez zwei richtige Brecher drinne und das macht mir ein bisschen Angst. Von daher könnte das ein wirklich schweres Spiel werden. Und je nachdem, wie der Spieler auch oder der Gegner spielt, wie gut er ist. Oh, dann macht er hier den Anstoßtrick, aber in die Arme von Marchetti. Je nachdem, wie gut er ist, kann das ein schweres Spiel werden. Oh, das erahnt er sehr gut, wo ich mich bewege. Aber wir bleiben mal ganz ruhig am Ball. Und dann hat Totti jetzt hier auch so ein bisschen Raum. Er ist leider nur viel zu langsam. Aber gut, das stand auch so auf der Verpackung drauf. Von daher brauchen wir da nicht zu beschweren. Schade, hatte ich kurz drauf gehofft, dass er die Ballannahme in eine andere Richtung macht. Interessanter Ball. Also der Gegner ist, glaube ich, würde ich jetzt als gut einschätzen. Der stand eben in der Verteidigung gut. Verteidigt viel mit L2. Und verteidigt sehr abwarten, aber macht trotzdem Druck. Von daher ist das... Aber die, das sollte eine Schusstäuschung zu Ballannahme werden. Ah, schade, das hätte fast... Das hätte also von der Verteidigung her hätte es perfekt gepasst, so wie er verteidigt hat. Leider hat ihr es aber nicht gemacht. Das ist immer das Problem bei der Schusstäuschung zu Ballannahme. Und hier die doppelte Doppelpass-Kombination wird abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass es nicht klappt. Aber probieren wir es einfach nochmal. Oder wir holen hier Guarin ist das. Und den... Oh, schade. Ich hatte kurz darauf gehofft, dass es einen Freischuss gibt, weil ich habe den einen oder anderen Schützen, der dafür sehr gut geeignet ist. Und Marchetti mit einem richtig geilen Einsatz kloppt hier oder köpft den Ball raus. Und jetzt hier, ich weiß nicht, wer das ist, aber es ist Quagliarella und der lupft jetzt hoffentlich. Nein, der Ball ist aber noch frei. Naja, Hand an und schnippt ihn jetzt auf. Aber, fast den Abwurf abgefangen. Ich hab... Oh, das ist ein geiler Pass. Aber Konstant ist da, sehr schön. Pff, nein, ich habe schon durchgeatmet, weil ich gedacht hätte, Totti wird den aufnehmen. Aber er hat es dann leider nicht geschafft. Oh, fuck. Schade. War eigentlich, glaube ich, ein interessanter Pass und eine gute Idee, aber leider fehlt dann da das Tempo, also da sollte ich, das ist das Problem, aber auf das habe ich das Team auch nicht ausgelegt, das von da ist es in Ordnung. Okay. Das war eine sehr, sehr gefährliche Situation, von daher bin ich sehr zufrieden, dass es hier der Tor den Ball hat, weil das hätte eben gerade auch ein tödlicher Pass werden können. Wir müssen mal ruhig aufbauen. Doppelpass vielleicht? Also ich bin echt begeistert, wie gesagt, über die Doppelpass. Oh, fuck. Scheiße, getribbelt. Hätte ich da cleverer getribbelt, dann wäre so eine Gefahr aus der Situation möglich gewesen, zu entwickeln mit Hernandez. Auf jeden Fall. Ärgerlich, dass ich so wenig draus gemacht habe. Ah, shit. Chiellini steht da gut. Ah, Borgbona steht besser. Also, Doppelpassgelegenheit, muss ich echt sagen, sind in dieser Form. Also ich finde die Formation
brauchbar. So ist zumindest meine Einschätzung bis hierhin. Nein, das ist dumm. Das ist so dumm, was ich da mache. So Glück, dass er da nicht vernünftig abschließt. Ich finde, die Formation ist auf jeden Fall cool. Das sage ich jetzt so nach einem Spiel und 30 Minuten. Weil man immer wieder coole Doppelpassgelegenheiten hat. Man kann den Ball immer geil ablegen mit dem Stürmer aufs Mittelfeld. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man da so einen agileren Stürmer noch hat als Quagliarella, dann ist das auf jeden Fall eine Formation, die ist schlagkräftig. Ich weiß nur nicht, wie es in der Defensive ist. Also das... Ich bevorzuge schon, wenn ich einen ZDM in der Formation habe. Eigentlich am liebsten zwei. Von daher, das kann ein Problem sein, dass man einfach zu offensiv ist, aber die helfen sich wahrscheinlich schon irgendwo gegenseitig aus dabei. Schade, ich hätte jetzt eben einen geilen Pass spielen können. Und jetzt Quagliarella, haut mal hoffentlich einen raus! Ja, schade! Ah, da habe ich schon zum Torschrei angesetzt. Ah, ich dachte, der schlägt ein. Mist. Ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Das war natürlich schön erarbeitet mit Quagliarella, die Schussposition. Und das, da muss ich anknüpfen. Ich muss mehr solche Sachen zeigen, mehr solche Aktionen. Am besten natürlich erstmal den Ball haben. Schön von Inla. Und da verteidigt er vielleicht sogar ein bisschen zu abwarten. Inla wieder? Nein, er wird geblockt und läuft dann nicht mehr weiter. Ach, shit. Da war auch wieder mehr drin in der Situation. Finde ich gerade frustrierend, dass der Pass ankommt. Weil ich habe genau nichts anderes die letzten Sekunden gemacht, als probiert, diesen Pass zu verhindern. Und es war wirklich einfach eigentlich. Von daher, wie gesagt, frustrierend. Ja. Oh, ne. Ganz, ganz komische Flugkurve, oder? Ganz, ganz... Ah, abgeblockt. Das macht Sinn. Ich habe gerade echt... man hat einen abgeblockt. Verstehe ich nicht. Egal. Mann, einfach ein Tor über die Ecke. Da ist leider keiner. Aber der Ball landet bei Bonner. Das ist natürlich echt bitter. Ich habe... Also eigentlich kann jeder aus diesem Team irgendwie schießen, aber nur nicht meine Innenverteidiger. Von daher, umso bitter, dass der Ball bei ihm landet. Und Balotelli spielt den Ball raus. Aber ich habe ihn wieder. Sehr schön. Einmal so rüber. Konstant. Und jetzt... Ach, shit, dass da noch Ogbonna von innen rankommt. Sonst hätte ich jetzt mal wieder zu einem Schuss ansetzen können. Das macht Marchetti natürlich interessant. Er macht die Situation, die eigentlich geklärt ist oder eigentlich der Ball unter meiner Kontrolle, noch sehr heiß. Aber das war die erste Halbzeit. Ich hatte, glaube ich, ja, ich hatte zwischen dem 64, jetzt habe ich 65% Ballbesitz. Spiel sehr gut im Griff. Aber die Tore fehlen noch. Aber es macht Spaß mit dem Team. Ich kann diese Formation erstmal nur empfehlen, muss ich sagen. Wie gesagt, gute Doppelpassmöglichkeiten hier. Also war jetzt wieder so ein Beispiel, aber leider wurde Kandreva geblockt. Wollte ich es jetzt auch einfach vielleicht zu sehr erzwingen. Aber, und das macht halt Spaß, wenn man so in diese Richtung kombiniert. Werde ich vielleicht häufiger mal schauen, ob ich die irgendwo mit Teams umsetzen kann, diese Formation. Inla mit einem schönen Schuss, aber Andanovic mit einer besseren Parade. Er hätte vielleicht noch die Nachschussmöglichkeit fast bekommen, aber er ist da. Den Linksfuß habe ich nicht, ne? Ja, machen wir weiter mit Totti. Die ist kacke, die Ecke. Alter, die Scheiße. Komm, Guarin! Ja, komm, komm, komm! Ach, shit! Aber, boah, fast noch den Ball im 16 erobert. Das ist natürlich auch ein starkes Risiko, was da geht. Und dann einfach mal lang rausgetroschen. Also, ich habe am Anfang spielerisch mehr vom Gegner erwartet. Irgendwo läuft da einer. Leider bekomme ich nicht irgendwo einen angespielt. Sehr schön. Ein wichtiges Kopfballduell von Caceres. Und das habe ich kacke gemacht. Weil unten ist, glaube ich... Wer ist denn das? Kandreva gelaufen. Wenn ich da mich so bewege, dass ich den Pass auch danach spielen kann, dann wird das eine saugefährliche Situation. Schuss geblockt. Ach, komm, komm, komm. Wie wenig
fehlt. Oh, fast die Schussdurch und so Ballern haben wir wieder perfekt umgesetzt. Bekomme ich den? Nee. Schön, aber ich habe das Spiel gut im Griff, das gefällt mir. Das ist wichtig. Komm, komm, Abate, nicht im Abseits. Genau. In den Rückraum ablegen. Nein, in den Rückraum! Mann, ich wollte es nicht über die Flanken machen, sondern ich wollte schön einen reinknallen. Ganz, ganz knappe Balleroberung hier von Abate. Aber Caceres ist da. Macht das gut. Legen wir mal ab. Spielen die Spitze. Legen weiter ab. Die Kombinationsmöglichkeiten gefallen mir richtig gut. Und jetzt mal einen in die lange Ecke schlenzen. Mal so einen Abpraller richtig bekommen. Und dann habe ich da halt Spieler, die aus allen Lagen hoffentlich da irgendwo den Ball verwerten können. Das kann jetzt gefährlich werden. Das wird wahrscheinlich der erste Schuss aufs Tor oder so und dann direkt ein Tor. Okay. Ja. Quagliarella. Was ist das? Okay, hab ich. Komm, hau mal rein raus. Boah, was für ein Schuss, aber leider nicht genug. Oder nicht genau genug. Ma, geiler Scoop-Turn auch. Bitter. Nee, die kommt wieder nicht. Ich schlag aber auch scheiß Ecken. Aber wenigstens den Torhüter ordentlich umgebolzt. Abschlag. Ich hoffe, ich bekomme ihn raus. Ja. Komm, probieren wir einfach mal. Probieren wir einfach mal und gar nicht so ungefährlich. Geht da einen guten Meter am Tor vorbei. Ah. 70. Minute, 20 haben wir noch. Komm, Gorin. Oh, kein Foul. Was ist denn? Oh, nicht mal den Ball. Jetzt kommt gleich der Chip wieder. Ja, schön geblockt. Jetzt müssen wir den noch irgendwie erobern. Komm, komm, komm. Yeah. Und jetzt komm mal. Gib ihm, gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Nein, 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 nein. Nein. Scheiße. Da ist aber einer von mir. Und das war jetzt ein Negativbeispiel für die Schusstäuschung zur Ballannahme. Quagliarella unter Bedrängnis, aber der Schuss wieder geblockt. Es gibt die nächste Ecke, denke ich. Wieder alles verletzt. Warum kommt die denn so weit weg? Was zur Hölle? Hilft er ab? Nee, schlägt er ab. Aus. Wieder nach vorne. Nee, komme ich nicht ran. So, noch gute 10 Minuten haben wir. Spiel hat super viel Spaß gemacht bis hierhin. Ich habe Angst, dass ich es noch verliere. Weil der Gegner bis hierhin noch nichts Gefährliches wirklich gemacht hat. Und dann ist der Frust größer. Come on, Quagliarella, komm! Das war vielleicht auch zu doof, da durchchippen zu wollen mit auf Quagliarella, der das Tempo nicht zwingt hat. Oh nein! Wenn ich gewusst hätte, dass ich den mit Quagliarella bekomme, hätte ich den natürlich nochmal angenommen und dann einen ordentlichen Abschluss vorbereitet. Und nicht so ein Schüsschen. Jetzt pfeift der Schiedsrichter wieder Vorteil. Oh, das wird faul, ja. Wenn ich mal einen Freischuss bekommen würde aus so einer Position, da wäre was geboten. Da wäre auf jeden Fall was drin auch. Und jetzt habe ich Angst, dass es über den Standard passiert. Fast. Weiterleiten. Tempo aufnehmen. Quagliarella startet. Wird geblockt. 85. Minute. Come on, ich will den Dreier. Was geht? Der ist auf jeden Fall drinne. Ganz, ganz schwache Idee. Ganz, ganz schwache Idee und auch Umsetzung. Quagliarella startet. Come on! Der kommt zu lang. Das gibt's doch gar nicht. Boah, so ein gefährlicher Abwurf. Und glücklicherweise ist der Ballbesitz bei mir, weil das war eine auch keine gute Idee, den Ball so abzuwerfen. Okay, also machen wir. Okay. Scheiße. Da war deutlich mehr drin in der Situation.
Gut von Konstant. Och, jetzt verliere ich schon wieder den Ball. Ich brauche den Ball. Ich will Tore machen. Nee. Nein, nein, nein. Komm. Boah, stark von Ogbonna. Wichtiges Tackle, hä? 90 plus 2. Boah. Och! Schade. Naja gut, er hat eh abgepfiffen, aber den Pass hätte ich fast nochmal abgefangen. Ärgerlich. Und ich sag ganz ehrlich, ich mache jetzt noch eins. Ja. Ist zwar Quatsch in der Hinsicht, weil die letzte Folge schon lang war. Aber ich habe gerade Bock, mit dem Team zu spielen. Das macht Spaß. Nur das Problem ist, merke ich gerade, ist auch eine geile Kameraeinstellung. Auch sieht ganz schick aus, muss ich sagen. Die Fitness ist langsam, glaube ich, bei denen nicht mehr so ganz gegeben. Aber die brauchen keine Fitness. Die brauchen einfach nur ein... Wie kann man eigentlich mit diesem Team kein Tor schießen? Boah, Alter! Keinen einzigen Schuss zugelassen. 60% Ballbesitz. Das waren eigentlich... Das sind jetzt zwei verschenkte Punkte. So leid mir das tut, aber ich denke, das sind zwei verschenkte Punkte gewesen. Ärgerlich. Ich guck mal kurz, wie die Fitness aussieht. Und je nachdem werde ich dann noch eins spielen oder halt eben nicht. So. Konstant erstmal keinen Vertrag. 87, 87. Ja, komm, da geht noch eins, oder? Ich habe Bock, mit dem Team zu spielen. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Nur ich komme leider nicht in die Schussposition. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich es mal schaffe, dann ist es auf jeden Fall gefährlich. So, suchen wir uns den Gegner. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, dass die Folge ein bisschen länger wird. Come on. Go, go, go. Go, go, go. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch am Samstag mal aufzeichnen. Wenn ihr euch mal 6, 7 Folgen zurückerinnert, habe ich mal gesagt, ich zeichne jetzt gerade am Samstag auf. Und es ist immer noch der Samstag. Ich habe heute 7 Videos aufgezeichnet. Ich hoffe, man merkt es mir nicht an. Aber es ist schon ein gutes Zeichen, dass ich immer noch nach x Stunden aufzeichne, vor allem 2 Teambuildings, die auch immer eine gute Stunde lang sind, dass ich dann noch auch Lust habe, noch weiter zu spielen und weiter zu kommentieren und weiter, ja, zu kämpfen. Und leider wird die Verbindung hier zu dem Gegner nicht hergestellt. Warten wir nochmal kurz ab. Aber ich muss auch sagen, also ich habe das mal... Ah, jetzt kommt er langsam rein, oder? Jawohl. Was ist das für ein Trikot? Machen wir ein anderes, ne? Machen wir ein anderes. Jawohl, sehr schön. Und als ich so mit meinen ersten Let's Plays angefangen habe, mit Let's Play Ultimate Team, habe ich mal irgendwann, das war noch FIFA 12, ich glaube, 4 Folgen an einem Tag aufgezeichnet. Und da habe ich dann gemerkt... Das machst du so schnell nicht nochmal, weil da war irgendwann das Commentary viel zu eintönig und viel zu lustlos. Aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen auch entwickelt. Ich meine, habe natürlich jetzt auch so gewisse Erfahrungswerte schon gesammelt, was das Kommentieren und Reden und so weiter während dem Spiel betrifft. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall besser geworden. Schade, dass ich mich hier so doof bewege. Nee, schlechter Pass. Auch irgendwie stark in den Rücken und dann... Immer nur diese hohen Pässe in die Spitze. Boah, war das wichtig, den abzufangen, weil er hat alles auf eine Karte quasi gesetzt. Wenn Thiago Silva an dem Ball nicht rankommt, dann kommt auch Thiago Silva nicht mehr an Quagliarella ran. Und das war halt sozusagen diese Karte, die er gespielt hat. Entweder fange ich den Pass ab oder eben nicht und dann habe ich ein Problem. Ja, ziehen wir einfach mal an. Ja, okay. Oh, wie gut das Marcelo macht, ne? Ja. Und den jetzt im Außenriss, aber viel zu mittig aufs Tor. Ich glaube, ich musste auf Quagliarella weiterspielen. Der ist nämlich einer deutlich besseren Schussposition. Aber gut. Hui, da wäre Ogbonna fast ordentlich angerauscht gekommen. Und der geht ins Aus. Weiß jetzt nicht, warum er den so wirklich lustlos einfach nach vorne wegtrischt. Hier, Kantreba ist schön frei. Sollte eigentlich der Roulette sollte einen Ticken früher kommen, sodass ich nicht in den Gegner mich oder nicht im Gegner schon drinne stehe, wenn er den Roulette ansetzt, sondern dass ich mich mit dem Roulette um den Gegner herumdrehe. Das war der Plan. Genauso wie hier den Pass abzufangen.
Komm. Oh, scheiße, Mann. Wir kommen leider den Ball nicht unter Kontrolle. Aber, noch was für ein schwacher Pass von... Ich weiß nicht, wer es war. Totti war es, glaube ich. Schwacher Pass hier auch wieder. Ich verstehe das nicht. Wieso spielt man diesen Pass in den Gegner rein? Oh, das ist ein geiler Pass gewesen. Alter, war der gut. Der war richtig gut, der Pass. Jetzt kommt natürlich die Flanke auf den zweiten, aber da dürfte er da sein. Richtig, sehr gut. Jetzt haben wir eine schöne Kontergelegenheit. Mittelfeld schön aufgelockert. Carriarella schön am Starten. Aber leider hat er da Thiago Silva, der halt auch ein Boss in der Innenverteidigung ist. Der Gegner spielt nicht schlecht. Der hat eine gute Übersicht, wie ich finde. Also er spielt sehr gute Pässe. Und auch hier der lange Ball eben auf Falk. Also jetzt gerade vom Torhüter. Oh, shit. Unspektakulär. Aber war die beste Möglichkeit, die er da mit dem Torhüter machen konnte. Oder die beste Variante, die er mit dem Torhüter spielen konnte. Fernandinho, Alter. Kretscht da mal in der Gegend rum und macht alles perfekt. Der Gegner steht auch gut in der Verteidigung. Also das, was vorher in den Spielen ganz gut geklappt hat, klappt hier gerade nicht mehr so gut. Oh, den Spieler habe ich gerade übersehen. Das habe ich dann aber auch in dem Moment, als ich den Pass gespielt habe, gemerkt. So, ui, da ist ja einer noch. Wieso bekomme ich da keinen Spieler? Ach, ich wollte die ganze Zeit einen im Mittelfeld haben, der am nächsten an den Ball für den Spieler eigentlich dran war. Oh, guck, das ist dieser Schutz, der weg ist. Das ist katastrophal. Irgendwann werde ich mir dadurch ein Ding einfangen. Und dann wird das Geschrei groß sein. Aber ich habe es schon vorher gesagt. Aber warte, ziehst du an? Ziehst du an? Ziehst du mal an? Scheiß Pass. Wieder gleich spielen, ja. Stehe ich gut. Können wir blocken, können wir einwerfen. Ganz entspannt, unaufgeregt. Sicherer Einwurf. Hätte ich jetzt eigentlich den Flankenwechsel machen. Dieses Zurückdrehen eben mit Bonner war eigentlich eine komplette Scheißentscheidung. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn ich hier einen Flügelspieler dort angespielt habe, dann fehlen manchmal die Optionen in der Mitte. Und der Stürmer war eben gerade zu weit weg, deswegen haben die Anspielstationen gefehlt. Das ist so vielleicht noch eine Sache, die nicht so ganz geil ist an der Formation. Aber ansonsten finde ich die sehr interessant. Wird er jetzt... Okay. Nein, den spielt er natürlich überragend. Aber Marchetti ist da, nimmt den Ball auch auf. Jetzt machen wir den schnellen Ab... Ja. Den schnellen Abwurf wollte ich eigentlich machen. Das hat zu lange gedauert. Och. Ich spiele aber auch heute. Teilweise habe ich Ideen für Pässe, die sind auch einfach schlecht. Bin ein bisschen überspielt. Läuft einfach durch, damit kann ich natürlich also nicht rechnen. Schön von Abate. Wichtiges Deckel. Jedenfalls hätte er nämlich eben gerade einfach wieder eine Spitze spielen können und dann hätte ich die Flanke nicht mehr verhindern können. Och. Willst du mich verkackeiern? Ein Spieler steigt über den Ball und. Hätte ihn haben können und dann resultiert daraus ein Ballverlust. Das ist doch scheiße. Da, das ist wieder ein guter Pass. Der geht wahrscheinlich ins Aus. Aber der war gut umgesetzt. Also er spielt da schöne Kombination in dem Sinne. Mal sehen, ob der ankommt. Ja. Schön. Schöne Überzahl kreiert. Jetzt machen wir einmal die Flanke früh auf Quagliarella, aber der setzt sich nicht durch. Aber Hernanes mit dem Schuss zum 1:0. Jawohl, Mann. Da ist der Rocket Launcher gestartet. Was geht? Mal ordentlich einen abgefeuert. Und dann Bums genommen. Schön Dropkick. Und dann schön im Eck versenkt. Ordentlich Zug dahinter. Und unhaltbar, würde man meinen. Schönes Ding. Zufrieden. Ja, das muss ich häufiger kreieren, diese Chancen. Ja, reingeflankt und dann wird der Ball geklärt und dann lauern natürlich da meine Rocket Launcher im Hintergrund und können dann da immer ordentlich einen rausfetzen. Schade. Auch hier, wenn ich besser spiele, ist da, glaube ich, ordentlich was drin. Das ist natürlich auch schön. Aber leider nicht. Oh, hier, guck, er hat da Mut. Er hat gute Ideen. Aber das war jetzt gerade nicht einer der besten. Aber fand interessant, dass er den spielt. Auf jeden Fall. Machen wir nochmal so. Es hat eben gut geklappt. Nee.
Leiter leiten auf Guarin. Come on. Come on, Guarin. Ja. Jetzt pfeift er den Freistoß. War vielleicht auch gut so, weil ich einen Ball verloren hätte. Aber das war trotzdem natürlich noch eine gefährliche Situation. Ich hätte da vielleicht mit Guarin auch den Ball bekommen können. Und Guarin haut jetzt hier einen raus. Aber mitten aufs Tor. Schade. Sah gut aus. Gute Flugkurve. Ich denke mal, der Schiedsrichter wird jetzt abpfeifen. Ja. Gute erste Halbzeit. Gegner ist gut. Steht eigentlich ganz gut in der Verteidigung. Und man sieht es auch an den Spielanteilen. Ich habe die letzten beiden Spiele, glaube ich, hart dominiert, was Ballbesitz betrifft. Hier ausgeglichen. Und das liegt definitiv am Gegner. Und nicht, dass ich schlechter spiele. Aber er lässt sich jetzt Zeit. Ah, jetzt hat er. Was ist denn jetzt hier los? Okay. Ich dachte eben schon kurz, ich sehe jetzt gerade aus dieser Perspektive, wie er einen Anstoß macht und ein Tor schießt oder so. Das wäre natürlich katastrophal. Aber ich kann diese Formation echt nur mal empfehlen. Ich bin nur überlegen, was man am besten für Spielertypen. Also, wenn man hier schnell. Boah. Come on, Totti. Und jetzt. Ja, ja, ja. Boah, schade. Da hatte ich schon kurz gedacht. Uiuiui, das könnte jetzt interessant werden, was da Totti veranstaltet. Also natürlich einen deutlich agileren Stürmer. Also Lewandowski kann ich mir sehr gut vorstellen, weil Lewandowski auch in FIFA 14 sehr gut ist. Ja, ansonsten einfach die generellen guten Stürmer, die nicht so. Die müssen nicht 90 Pace haben, aber. Boah, jetzt macht er Druck. Spielstarke Stürmer auf jeden Fall auch, also deswegen Lewandowski auch. Nein, nein, nein. Boah, knapp. Nee, Totti ist natürlich. Oh ne, das ist Guarin. Sauber, der hat nämlich auch ein bisschen Pace. Und da ist er fast durch. Fuck. Hat da wenig gefehlt. Aber, oh, shit. Warum den hätte ich nicht köpfen sollen. Oder dürfen. Oh, abgefälscht. Schade. Ich weiß nicht, wie er gekommen wäre, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre. Aber so sah es auch sehr, sehr knapp aus. Also spielstark. Oh, die könnte ablegen. Guarin. Guarin! Boah, schade, ganz, ganz knapp. So langsam werden die Rocket Launcher heiß. Da habe ich zumindest das Gefühl. Was soll ich sagen? Spielstarke Stimme auf jeden Fall. So einen, der einen Ball ablegen kann und dann schön steil gehen kann. Dann auf jeden Fall im ZM passstarke Spieler. Also so ein Spieler, die einen guten langen Pass spielen können. Also so ein Pirlo. Aber ich würde wahrscheinlich. Pirlo ist leider zu langsam wahrscheinlich für die Position. In der Formation, Gündogan ist, glaube ich, ziemlich geil in diesem System. Und ja, Flügelspieler, Flankenstarke. Aber das ist bei Flügelspielern häufig der Fall, dass die Flanken stark sind. Probiere so ein bisschen das V zu ziehen. Ich finde es echt überraschend, dass ich. Boah, starkes Ding und dann der Kopfball vielleicht jetzt nur ablegen. Mal, ansatzlos der Inler, haut da einen raus, Teuter gerade noch so mit der Hand dran, um ihn an den Pfosten zu lenken. Come on, sauber, schön gestört. Also Guarin ist für diese Formation auch sehr geil, muss ich sagen. Er ist nämlich, oh guck mal hier, da, lupfen. Boah, geil, schönes Ding hier, geiler Pass auf Inler und dann richtig geil gelupft hier. So, oh, da sehe ich ihn starten, man sieht es jetzt leider aus der Perspektive nicht, aber dann direkt Volley gelupft und dann einen wirklich schönen Treffer erzielt, würde ich mal sagen. Schönes Teil. Ich bin irgendwie fast frustriert, dass ich gegen den besseren Gegner jetzt hier die Tore mache und gegen die Wurst von dem Spiel davor leider nicht. Oh ja, Guarin. Der hat Bock. Komm, komm, komm. Ah, kämpfen. Ja, also Guarin ist für die Formation sehr gut geeignet, würde ich sagen. Guarin ist aber auch einfach für alles geeignet. Scheiße. Bin mega überzeugt von dem Typen. Der hat auf meinem ersten Account, hatte ich glaube ich 35 Spiele oder sowas gemacht. Irgendwie 31 Tore, 18 Fall. Oh fuck, das macht er richtig gut. Und da habe ich Glück, dass auch Bonner auch noch diesen Pass ab, diesen Abpraller abfängt, weil ansonsten hätte er glaube ich, weiß gar nicht, wie der da noch hat stehen. Und der hat den dann ins leere Tor geschossen. Ansonsten, Hernanes, denke ich, halt auch. Sehr gut.
Lustigerweise habe ich genau in diesem Moment den Ball mit Hernandez gehabt. Totti ist halt so, sag ich mal, ein gewisser Problemfall, weil er einfach nur 51 Pace hat. Aber Cuadrado in Form wäre zum Beispiel was, den man da hinstellen könnte. Wenn man jetzt hier in der Serie A bleibt. Oh, oh, wird er jetzt gleich steil spielen? Ja. Oh, scheiße. Ich eier da aber gut mit dem Torhüter rum. Ich möchte doch gerne ein Tor erzielen. Das macht, hat Spaß gemacht, die beiden Treffer gerade. Vor allem der eben mit Inder, der war geil. Ja. Und jetzt zack. Und jetzt scheiße. Situation vertan. Komm. Genau, gib mir den Freischuss. Danke. Ich hatte eben Angst, dass er mir nicht gibt. Gut, ich hätte natürlich auch mit Inline-Waffe jetzt aufs Tor schießen. Boah, wen nehme ich denn jetzt hier? Was geht ab, Jungs? Okay, ich nehme wahrscheinlich wirklich Hernandez. Aber der hat natürlich auch. Oh, der. Aber der hat am meisten Effekt. Okay. Na, meine schöne Freischusstechnik. So, Orlei. Der geht. Och, scheiße, Mann. Die Mauer leider geblockt. Ich hätte weiter rechts ziehen müssen. Schade. Mal einen kurz hier holen. Ja, ja, da kommt er doch. Wer ist das? Inder? Das ist eigentlich faul. Pfeift er auch. Ach, scheiße. Totti hat ja gar keine. Und den in die lange Ecke schlänzen, aber Diego Alves ist da. Und dann hier, was ist hier los mit ihm? Und dann Guarin und dann nochmal Totti mit dem Kopfball. Schade, ich wollte eben mit dem Totti einen Rainbow machen. Leider hat er nicht mal 3 Tricksterne. Also für einen Rainbow brauche ich 4, ich weiß, aber ich war echt meilenweit davon entfernt, mit ihm einen Rainbow hinzubekommen. Aber glücklicherweise ist es ja trotzdem, hat es einigermaßen gut funktioniert. Doppelpass vielleicht? Und jetzt hier, ich weiß nicht, wer das ist, aber das ist Guarin, geil. Leider ist die Ballannahme katastrophal gewesen. Ich wollte mir halt schon auf den Rechten legen. Okay. Der Gegner hat nicht mehr so viel Lust. Und Totti wird den jetzt hier einfach ins Tor eigentlich schlänzen. Finde ich jetzt gerade skandalös, dass er das nicht schafft. Skandalös. Ich probiere jetzt extra. Ich wollte jetzt hier nicht die Flanke schlagen, sondern ich wollte mich in den Strafraum rein schlaminern. Aber hat nicht geklappt. Ja, komm, gib Gas. Sieht man, ist natürlich schön, wie er den Ball da hinlegt. Jawohl. Ja, nochmal auch den Anlauf nehmen. Ist auch der richtige Spieler. Ist natürlich auch mal wichtig. Ich glaube, der Gegner ist nicht mehr da. Nee, der ist nicht mehr da. Oder? Nee. Schade. Hier muss man aufpassen, dass man den Ball richtig rausspielt. Ich finde es teilweise gegen Leute, die nicht da sind, schwerer Tore zu schießen. Und Totti jetzt vielleicht. Jetzt mal. Das schafft er doch. Wuhu! Aus im Außendienst. Du hast eine Trophäe erhalten. Vielen Dank. Das war natürlich jetzt nicht das allerschwerste Tor. Ich nehme es aber dennoch gerne hin. Ich denke, ich kann die Abmoderation beginnen. Die Folge war ja jetzt auch eine Doppelfolge. Von daher braucht ihr euch jetzt die letzten 3 Minuten hier nicht zu geben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich denke, wie gesagt, ich habe zwischendrin kurz reflektiert und gemeint, wow, früher hat man das mir deutlicher angemerkt, wenn ich zu lange aufgezeichnet habe. Aber ich glaube, bis zuletzt hat man jetzt hier, habe ich Spaß gehabt und ich glaube, das habt ihr auch gemerkt. Dieses Team gefällt mir, also ich habe Spaß mit dem Team. Ich weiß auch nicht, wie erfolgreich es ist, aber generell macht es mir Spaß und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich habe das ganze Potenzial, glaube ich, noch nicht ausgenutzt von diesem Team. Ja, das war jetzt einfach mal ein Versuch, um zu schauen. Oh, guck mal, der Dado hat mir eine Nachricht geschickt. Hallo, Dado. Wollen wir mal gucken, was er geschrieben hat. Das ist gerade die erste Nachricht, die ich lese. Du hast eine neue Nachricht. Okay. Nice time wasting. What? What the fuck, Alter? Alles klar bei dir? Time wasting. Alter, es steht 2-0. Ich brauche doch nicht zu time wasten. Alles in Ordnung bei dir, weil ich kurz spiele. Also die Leute, die mein Let's Play Ultimate Team schon länger schauen und schon häufiger verfolgt haben, die werden wissen, dass ich auch ab und zu mal so Ecken kurz trete. Einfach, wenn der andere das nicht verteidigt und ich dann eine bessere Flankensituation kreieren kann. Wie dem auch sei, ich war gerade dabei, abzumoderieren. Ja, aber die Nachricht fand ich jetzt ziemlich geil. Und ja, das ist auch... Oh, guck mal hier. Probieren wir einfach mal. Schöner Schuss. Okay, ich beende jetzt hier einfach die Folge. Also, das soll es gewesen sein und dann mal schauen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich muss morgen früh raus, dass ich noch ein bisschen was aufzeichnen kann, weil morgen geht es für mich schon Richtung Heimat, quasi da, wo ich ursprünglich herkomme.
und schon mittags. Das heißt, ich muss morgens und vormittags ein bisschen was aufzeichnen, dass ihr auch noch genug Folgen seht über Weihnachten und Silvester. Und ich glaube, jetzt, wo das läuft, habt ihr schon Weihnachten gehabt, aber vielleicht noch nicht Silvester. Gut, gut. Also, ich hoffe, ich kann morgen noch ein bisschen was aufzeichnen. Und ja, nächste Folge wird dann wahrscheinlich mit den Ballkünstlern sein, um die Fitness hier von den Jungs wieder zu regenerieren. Und ich finde überraschend, ich finde es wirklich überraschend, dass mir mit diesem Team es mehr Spaß macht als mit dem anderen Team. Egal. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Oh, jawohl. Wie schön kombiniert und den in die lange Ecke schlänzen. Zum Pfosten. Schade. Ich wollte eigentlich sagen zum 2:0, aber nur den Pfosten getroffen. Ball noch heiß.